Okay, also wir sind hier noch immer in der Modellbauphase für die Junior Company. Wir haben dann eben drei größere Ideen, die wir im Modellbau dann eben umsetzen sollten. Wir haben zum Beispiel einen Teelichtständer gemacht und die Idee an der ganzen Sache ist eben, dass man sozusagen alle diese Dinge hier runternehmen kann, um sich das persönlich, wie man will, zusammenzustecken. Und die Modellbauphase ist eine wichtige Phase, um auch zu erkennen, ob das, was man in der Idee eigentlich hatte, überhaupt verwirklichen kann. Der nächste Schritt wird dann sein, dass wir uns in der Gruppe für ein Produkt entscheiden werden. Für unsere Junior Company haben wir Flaschen, die wir bedrucken und gravieren. Sie sind individuell gestaltbar, das heißt, Kunden können sich dann auf Wunsch bei uns melden und sagen, was sie für ihre Flasche wollen. Wir nutzen den Lasercutter, damit wir auf den Deckeln unser Schullogo gravieren können. Und wir benutzen auch die hauseigene Stickmaschine, damit wir Fieldsbänder besticken können, auch mit Schuhnamen oder individuell mit einem Namen. Präsentation hilft dir dabei, Angst vor dem großen Publikum zu verlieren. Wir lernen verschiedene Präsentationstechniken und den Umgang mit den gängigen Medien, zum Beispiel Flipchart, Stellwand, PowerPoint und Prezi. Ein gutes Auftreten, Spontanität und sprachliche Gewandtheit werden zur Selbstverständlichkeit. Darüber hinaus üben wir, Mimik und Gestik richtig einzusetzen. Weiters erlernen wir nötige Skills, um sich in verschiedensten Situationen richtig zu verhalten. Beispielsweise in Verkaufsgesprächen, Bewerbungen und Konflikten. Zusätzlich erlangen wir Kompetenzen im Bereich der Moderation. Wir erlernen Kritikfähigkeit, das heißt, wie man mit Feedback umgeht bzw. wie man es richtig gibt. Wir werden gut auf Berufe vorbereitet, in denen Kommunikation wichtig ist. Durch die viele Übung erlangt man mehr Selbstbewusstsein und Routinen.